Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Video geht es darum, was passiert, wenn vorne die Kamera beeinträchtigt ist. Entweder ist die Sicht beeinträchtigt, die Kamera ist defekt oder sonst ein Problem liegt vor. Und ja, falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, abonniert ihn doch, ist kostenlos für euch. Ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten. Falls ihr hier neu seid, besucht auch meine Internetseite und schaut euch mal die anderen Videos einfach mal an. Fangen wir an. Ja, ich habe vorne die Kamera abgedeckt mit einem großen Post-it, um ja, die Sicht zu beeinträchtigen bzw. einen Defekt zu simulieren. Und was passiert ist, wenn man das Auto einschaltet, erstmal gar nichts Außergewöhnliches. Es kommt kein zusätzlicher Hinweis, absolut nichts. Alles ist ganz normal. Erst wenn man die ersten 300, 400, 500 Meter gefahren ist, kommt ein Hinweis im Bordcomputer, dass die Sicht der Kamera beeinträchtigt ist und man doch bitte die Scheibe reinigen soll. Wir wollen ja mal austesten, was passiert, also lassen wir alles, wie es ist. Und ja, ich bin mal auf die Autobahn gefahren und habe geschaut, was funktioniert und was nicht funktioniert. Der Spurhalteassistent war aktiviert, war eingeschaltet. Und der aktiviert sich automatisch, wenn man über 60 Stundenkilometer fährt. Das ist hier nicht passiert. Er war zwar eingeschaltet, ist allerdings nicht auf grün gesprungen, ist also nicht aktiviert worden. Wieso nicht? Weil natürlich der Spurhalteassistent die Kamera benötigt, um den Weg zu finden. Und sonst funktioniert das Ganze nicht. Den Spurhalteassistenten habe ich schon mal erklärt, verlinke ich euch hier oben in der Videobeschreibung bzw. in dieser Infokarte. Und dann könnt ihr mal nachschauen, was der Spurhalteassistent macht. Hinzu war dann auch noch aktiviert bzw. eingeschaltet der Spurführungsassistent. Auch hier, der war zwar eingeschaltet, ich konnte ihn aber nicht aktivieren. Wie ihr seht, ich drücke hier auf die Taste, es passiert absolut nichts. Wieso nicht? Weil auch dieser Assistent zwingend die Kamera voraussetzt. Ohne die funktioniert es einfach nicht. Auch hier orientiert sich natürlich das Auto bzw. die Kamera an den Fahrbahnmarkierungen und benötigt zwingend die Kamera dazu. Was der Spurführungsassistent macht, habe ich auch schon mal erklärt, verlinke ich euch hier oben in der Videobeschreibung. Und last but not least, was funktioniert hat, ist natürlich der Tempomat. Der funktioniert ganz normal. Der adaptive Tempomat funktioniert auch weiterhin, weil dieser nicht auf die Kamera angewiesen ist. Der adaptive Tempomat benutzt einen Radarsensor, der ist vorne in der Frontschürze eingebaut. Unter dem Kennzeichen seht ihr das Ganze. Und dieser Radarsensor wird benutzt, um rauszufinden, wie weit entfernt bin ich vom Vordermann entfernt und passt entsprechend die Geschwindigkeit an. Ja, das war's zu diesem Thema. Sonst gab es keine Fehlermeldungen oder sonstige Hinweise vom Auto. Nach dem Abmachen des Post-its hat natürlich alles wieder funktioniert wie gewohnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt gesund, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!